Hallo Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17. Oktober in der Fachhochschule St. Pölten. Jetzt anmelden, und wir haben hier zwei großartige Referentinnen bei uns dieses Tag der Lehre, die sich jetzt sofort vorstellen werden. Bitte, liebe Kolleginnen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Haselbacher. Ich bin Dozentin an der Fachhochschule St. Pölten im Department Soziales, sowohl für Sozialarbeit als auch für Sozialpädagogik. Beim Thema Assessment inspiriert mich besonders, dass ich auch 15 Jahre Alternativschulerfahrung habe, in Antipädagogik gelehrt habe und Assessment genau mein Thema ist. Und mein Name ist Christina Engel-Unterberger, bin auch Dozentin am Department Soziales und dort am Bachelorstudiengang Soziale Arbeit, vor allem für ein Modul verantwortlich, das sich professionelle Entwicklung nennt und das wir eben im Rahmen des Tags der Lehre vorstellen wollen. Wunderbar. Wir sammeln ja Zutaten für einen Assessment-Kuchen. Also was muss alles da hineinkommen, damit Assessment, Überprüfung in der Lehre im tertiären Bereich gelingen kann? Was fällt euch dazu ein? Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist mindestens 10 Decker Angst. Dann habe ich gedacht, nein, das darf man nicht sagen, die will man ja weghaben. Und dann habe ich die 10-Decker Angst verwandelt in 10-Decker Aufregung, weil zu einem Assessment gehört ein bisschen eine Aufregung dazu. Das sind jetzt mal meine 10-Decker. Ich habe dann noch andere zu tun. Und mir ist das Bild aufgetaucht von einem Ohr, also dem Ohr einerseits bei den Studierenden, um auch irgendwie zuzuhören, worum es da geht, um sich inspirieren zu lassen, offen zu sein. Und auch das Ohr auf unserer Seite jetzt in der Funktion der Lehrenden, um zuzuhören. Und um vielleicht auch eine Aufmerksamkeit dahingehend zu haben, was da noch entwickelt wird, noch gelehrt wird, über das hinaus, was man vielleicht selbst vorher so am Schirm hatte. Also große Ohren. Sehr fein. Gut, ihr bringt ja Beispiele auch aus eurer Lehre im Bereich soziale Arbeit ein. Bitte berichtet uns ein bisschen über das, was ihr da auf der inhaltlichen und oder methodischen Ebene einbringen wollt, bitte. Genau, also in dem Makerspace am Vormittag des 17. Oktober bringen wir mit ein Modell, ein Studienmodell, das nennt sich professionelle Entwicklung. Und ist eben eine Lehrveranstaltung, die sich vom 1. bis ins 6. Semester zieht. Das heißt, es geht darum, wirklich das eigene Werden als Person, also wie entwickle ich mich im Studium weiter, aber auch wie entwickle ich mich hin zu einem professionellen Bild einer Sozialarbeiterin, das in den Blick zu nehmen, eben vom Studieneinstieg bis zum Berufseinstieg, beziehungsweise im Fall von unseren berufsbegleitenden Studierenden durchaus auch dieses Wechselspiel aus Praxis und Theorie immer wieder in den Blick zu nehmen. Mhm. Und da hört man schon, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung einerseits, aber auch um Entwicklung einer professionellen Identität. Und da haben wir halt auch erfahren, dass quasi klassische Assessment-Modelle, wie man sie kennt, einfach nicht greifen. Das heißt, wir haben im Zuge dieser Lehrveranstaltung, dieses Moduls, einfach auch viele neue Arten von Lernerfahrungsdarstellung, wenn es jetzt mal praktisch erprobt und auch gemeinsam entwickelt. Genau. Zum Beispiel. Das heißt, was habt ihr da ausprobiert? Also vom 1. bis ins 6. Semester gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Und jetzt greife ich mal einfach exemplarisch das 5. Semester heraus. Da geht es schon sehr stark so um selbstorganisiertes Lernen. Ja. Das heißt, die Studierenden schätzen am Anfang des Semesters den eigenen Entwicklungsbedarf ein, machen sie einen Plan und haben dann das ganze Semester Zeit, in einem gewissen zeitlichen Ausmaß, diesen eigenen Lernbedarfen nachzugehen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, und dokumentieren das in einem Portfolio. Und das werden wir zum Beispiel als eines dieser Beispiele aus dem 5. Semester mitbringen können. Mhm. Was sind da schon, gibt es da schon erste Erfahrungen von Rückmeldungen von Studierenden, wie die das erleben? Naja, wenn man ungewöhnliche Formate angreift, ist am Anfang oft Verwirrung. Also so klassische Fragen wie viele Seiten muss man etwas haben oder welchen Umfang haben. Und das sozusagen zu dekonstruieren und Richtung Inhalt, Richtung Entwicklung, Richtung eben persönlicher Bildungsgrad zu lenken, schafft am Anfang Verwirrung. Die ersten Erfahrungen, wo sie einsteigen, ist das
Portfolio in Mahara überhaupt anzulegen und dann mal zu füllen mit einfachen Fragen, wie mein Weg zu dem Fachgebiet, zum Beispiel zur sozialen Arbeit oder auch zum Studium, und hier völlig freie, kreative Hand zu haben, wie man das löst, ist am Anfang sehr aufregend und kriegt aber gleichzeitig auch, also sozusagen zwischen der Verwirrung und dem Leuchten in den Augen, etwas tun zu können. Oder gestern habe ich so ein Mahara-Portfolio gerade bekommen von einer Duschezeichnung und dem Weg, dem beschriebenen Weg. Und eine Kollegin und hat gesehen und hat gesagt, zeichnen in der akademischen Ausbildung ein Bild zeichnen. Und deshalb schafft das sozusagen auf der einen Seite Verwirrung, aber eben im Laufe dieser 5 Semester bis zu diesem selbstorganisierten Lernen eben auch sehr viel Differenzierung im eigenen, ich will gar nicht sagen im eigenen Bewerten, aber im eigenen Einschätzen. Mhm. Mhm. Ja, durchaus positive Erfahrungen. Ja. Welche Rolle spielt dabei Peer Assessment? Also die Gruppe ist ein ganz wichtiger Bezugsrahmen. Einerseits haben wir so das Bild, dass man quasi mit sich selbst reflektieren kann, was den eigenen Lebensweg bis jetzt oder den eigenen Bildungsweg bis jetzt anbelangt. Dann sind wir als Lehrende relevante Feedback-Instanzen, sage ich mal, aber noch viel zentraler ist die Gruppe. Also die Gruppe in unserem Modell von Brenda, die bleibt konstant vom 1. bis ins 6. Semester. Das heißt, sie lernen sich auch recht gut kennen. Und je nach Aufgabenstellung ist es teilweise auch so, dass sie tatsächlich gemeinsam eben gewisse Aufgaben erarbeiten oder sich dann auch gegenseitig Feedback drauf geben. Also ganz eine zentrale Rolle, genau, zentrale Resonanzinstanz. Sehr, sehr gut. Das passt sehr gut insgesamt zu einem Schwerpunkt, der sich ja auch am Tag der Lehre ergibt, wo es in mehreren Formaten zum Thema auch E-Portfolio-Arbeit gibt. So freuen wir uns wirklich sehr darauf, dass die soziale Arbeit sich hier auch einbringt. Und bis dahin alles Gute. Bis bald. Tschüss.